Welche Art von Kraft? Die Kraft für die Rache, genau, um Rache zu nehmen. Um Unschuldige wie dich zu verteidigen. Es könnte ja auch ein Unterdrückern entkommen und weiterziehen. Fragen wir mal die nach der Kraft. Eine Stimme kichert. Wenn du fragen musst, dann hattest du noch niemals das Bedürfnis nach Rache. Sie prüfen an den Rändern deiner Seele und Kunden eine Essenz. Es ist eine Schande, dass es hier gar nichts gibt, das wir verwenden können. Die Seelen sinken zurück ins Becken. Halt, ich möchte wissen, was ihr hier getan habt. Das Becken gerät durch einen misstönenden Chor wieder natürlichen Lachens in Wallung, das in deinen Ohren herumkratzt. In der Mitte des Beckens rührt sich ein plätschernden Blut, ein großer, zur Hälfte eingetauchter Metallkäfig. Als wolle er deine Frage beantworten, schaukelt er auf einem verrosteten Scheibe hin und her. Wartet, lass mich noch etwas über diesen Ort fragen. Die Zeit für Fragen ist vorbei, Wächterin. Das Blutbecken ruht. Das Blutbecken liegt nun ruhig und still da. Diese Leiche ist nach vorne gebeugt, als ob sie zugesehen hätte, wie der rote Lebenssaft aus ihr heraustropft. Ja, die haben sich geopfert, also die Kehlen aufgeschnitten, oder ihnen wurde die Kehlen aufgeschnitten. Unter dem aufgeschlitzten Hals der Leiche gerinnt Blut. Und ihr Blut ist dann halt über diese Kanäle ins Blutbecken geflossen. Die Arme des Mannes sind von Ellbogen bis zum Handgelenk aufgeschnitten. Okay, die wurden überall aufgeschlitzt. I'm on the trail. Auch gut. Look there. Okay, die Fallen kann ich entschärfen hier. Schlüssel des Kryptameisters und nochmal eins von Jonas letzten Tagebüchern. Diese Vitrine wurde meisterhaft aus dunklem Edelholz gefertigt. Jahre des rücksichtslosen Umgangs ließen aber viele ihrer Regale zu Bruch gehen. Ist die Frage, können wir jetzt damit? Ja, hier können wir jetzt alles aufschließen damit. Zwischen den flackernden Kerzen wurde kleine geflochtene Statue mit schwarzen Steinaugen platziert. Frische Dietriche, das andere. Not a sound. So, wir kommen langsam, glaube ich. Oh, hi. How about that? Wieder eine schwere Falle. Interesting. Das war eine Falle. Hey. Need something? Okay, die wurde auch ausgelöst, auch gut. Lay in low. Noch mehr Tempelwächter. Hey. My mind feels sharp as steel.
Übernehme mal den Tempelfanatiker, wenn das geht. Let's see what lies this way. Certainly. Oh, hi. Tag. Bühmund, ein kräftiger, stirnnackiger Mann in einer Kutte hilft einer jungen Elfenfrau aus einer riesigen Kammer herab, die mit einem verwirrenden Geflecht von Kabeln und Maschinen verbunden ist. Ihre Haut und Kleidung glänzen vom frischen Blut. You may feel a little lightheaded for the next hour or two, but that will pass. Have a meal and get some sleep when you return to town. A transfusion. Die nächsten ein oder zwei Stunden könntest du dich etwas benommen fühlen, aber das geht wieder vorbei. Iss etwas und schlafe, wenn du ins Dorf zurückkehrst. Die Transfusion? Das Mädchen schluchzt in ihren Handrücken. The transfusion will be smoothest if you relax and rest. The implanted essence already has a hold on your mind, so fighting it will be useless. And I hope our new visitor does not complicate matters overly. Wenn du dich entspannst und ausruht, wird die Transfusion am mildesten ablaufen. Die implantierte Essenz hat deinen Verstand schon fest im Griff. Dagegen anzukämpfen wird sinnlos sein. Er dreht sich mit einem kalten Starren zu dir um und ich hoffe, unser neuer Besucher wird die Angelegenheit nicht unnötig komplizieren. Was geht hier vor sich? The black sheep cousin of justice. Or haven't you heard Lord Heron's tale of woe about a missing daughter and an impending marriage? He's sent his soldiers to scour the village while he bides his time at the Dracogen Inn. Subversion, das schwarze Schaf unter den Cousins der Gerechtigkeit. Oder hast du Fürst Harons traurige Geschichte von einer verschwundenen Tochter und einer bevorstehenden Hochzeit nicht gehört? Er hat seine Soldaten geschickt, um das Dorf zu durchsuchen, während er sich in der Dracogen Schenke die Zeit vertreibt. I don't expect you to understand what I'm doing. Neither the rituals of Scan nor the labors of Animancy meet with much approval in polite society. But unsightliness reminds polite society that there are limits. When no one pays attention to the excesses and debaucheries of a lord, you give them something they can't look away from. Ich erwarte nicht, dass du verstehst, was ich tue. Weder die Rituale von Scan noch die Wehen der Beseelung werden in einer besseren Gesellschaft hochgeschätzt. Er nimmt eine Haarlocke der jungen Frau in seine große, blutbeschmierte Hand. Unansehnlichkeit aber erinnert die höfliche Gesellschaft daran, dass es Grenzen gibt. Wenn niemand auf die Exzesse und Ausschweifung eines Fürstes achtet, gibt man ihnen halt etwas, an dem sie nicht vorbeischauen können. Was redest du da? Alice Harond ist schwanger. Harond sagte, dass er sie nach einer Rast bringen würde, um ihr dort ein Freier zu suchen. Aber ein paar Teile seiner Geschichte passten nicht zusammen. Did a bit of digging, did you? That's more than can be said for most. Hast du ein bisschen nachgeforscht, was? Das ist mehr, als von den meisten gesagt werden kann. Lord Heron's been telling everyone she's his daughter. He brought her all the way out here just to avoid anyone who might know differently. She's his niece. And she's carrying his child. Er blickt zu der jungen Frau. Fürst Harond erzählt allen Leuten, sie sei seine Tochter. Er hat sie bis hierher gebracht, um alle zu meiden, die die Wahrheit kennen könnten. Sie ist seine Nichte und sie trägt sein Kind aus. Sagaias Augen stechen als strahlend weiße Kugeln aus ihrer Gesichtsbemalung heraus. Ihr eigener Onkel, ihre Stimme wird leise. Ich weiß nicht, was ich mit ihm anstellen würde. Warum sollte er so etwas tun? Das kann nicht dein Ernst sein, das ist ja fürchterlich. Sobald ich in das Dorf zurückkehre, werde ich dieses Monster eigenhändig töten. Bist du dir sicher? Das scheint mir etwas weit hergeholt zu sein. Warum sollte er sowas tun? Aaron's own wife's delivered nothing but Hollowborn. Now he's got no heir and his sister's child, Elise, is reaching the age to marry. Without progeny of his own, Aaron's legacy would pass to her issue. So
He found a way to continue his own noble line. By putting his child in this girl, his own niece. Harons Ehefrau gebar nichts als Hohlgeburten. Jetzt hat er also keinen Erben und Elis, das Kind seiner Schwester, erreicht das heiratsfähige Alter. Ohne eigene Nachkommen würde Harons Erbe auf Elis leibliche Nachkommen übertragen werden. Er fand also einen Weg, um seine eigene adlige Blutlinie fortzusetzen und schwängerte dieses Mädchen, seine eigene Nichte. Und die Beseelung ist ein Teil des Plans, ihn zu vernichten? Du hättest nicht auf Gewalt zurückgreifen müssen. Jemand hätte Elis geholfen. And yet, no one did. Not that innkeeper who wasn't above taking his lordship's coin. Not Heron's attendants who must have known. Not even his wife, the poor girl's aunt. Depravity like this doesn't happen, but that people allow it. This is the truth that decent folk don't want to see. Sometimes you need excess to fight men like Heron. Und trotzdem hat es niemand getan, nicht der Schankwirt, der sich für die Münze des Fürsten nicht zu schade war, nicht Harons Helfer, die es gewusst haben müssen, nicht einmal seine Ehefrau, die Tante des armen Mädchens. Solche Verdorbenheit kann nur geschehen, wenn andere es zulassen. Das ist die Wahrheit, die anständige Leute nicht sehen möchten. Manchmal muss man sich des Übermaßes bedienen, um Männer wie Haron zu bekämpfen. This isn't just about Heron or the girl. It's about the corrupting influences of power and wealth. How people of privilege, people like Heron, are so often insulated from the consequences of their actions. The charged essence of dozens of maltreated slaves and underlings is already taking root in her mind. Once it's established, it'll drive her to murder her uncle, her aunt, and anyone foolish enough to get in her way. People won't be able to look away from Heron's sins then. Das hier geht nicht nur um Harod oder das Mädchen, es geht um den korrumpierenden Einfluss von Macht und Reichtum. Wie privilegierte Leute wie Harod so oft vor den Konsequenzen ihres Handels geschützt werden. Die mit Dutzenden misshandelten Sklaven und Untergebenen belastete Essenz verwurzelt bereits in ihrem Verstand. Hat sie erst vollständig Fuß gefasst, wird Elis zum Mord an ihrem Onkel, ihrer Tante und jedem anderen treiben, der dumm genug ist, sich mit ihr in den Weg zu stellen. Danach werden die Leute Harons Sünden nicht mehr ignorieren können. Da scheint mir unnötig viel Aufwand, wenn ein einfacher Lüchmob doch ausreichen würde. Sie macht nicht viel richtig, aber in solchen Angelegenheiten wissen sie, was zu tun ist. I do not wish to destroy Nestor Herond. I wish to end his entire rotten line. His name will become a curse among strangers. The deeds of his house will be eclipsed by his ruin. Foes will hear his name and shudder with pity. And any relatives who should survive him will abandon their fortunes just to rid themselves of the association. You're hot-blooded, willful, but there is no room for mercy and vengeance. Ich möchte Nestor Harond nicht nur vernichten, ich möchte seine gesamte Blutlinie beenden. Unter Fremden wird sein Name zum Fluch werden. Die Taten seines Hauses werden von seinem Ruin in den Schatten gestellt werden. Feinde werden seinen Namen hören und vor Mitleid erschaudern und alle Verwandten, die ihn überleben sollten, werden ihr Vermögen aufgeben, nur um sich der Verbindung zu ihm zu entledigen. Er beobachtet dich. Du bist heißblütig, willensstark, aber in der Rache gibt es keinen Platz für Gnade. Wächterin, lass dieses Mädchen und ihr Kind nicht zum Spielball der Rache werden. Lass mich ihren Verstand berühren. Ich kann sie von diesen Fesseln befreien und von den Erinnerungen, die sie gefangen halten. Ja, tu es. Die trauernde Mutter neigt den Kopf. Danke, Wächterin. Du spürst, wie sie nach dem Verstand des Mädchens greift, unnachgiebig, aber sanft. Elis bewegt sich nicht, doch die trauernde Mutter zittert vor Anspannung und die Luft um sie herum klirrt. Schließlich bricht sie kraftlos zusammen. Die Anspannung pulsiert in ihrem Verstand. Für einen kurzen Augenblick schließt Elis ihre Augen. Als sie sie wieder öffnet, hat sie einen leeren Gesichtsausdruck. Als sie aber die Szene vor sich wahrnimmt, dich, Wimmernd und die Maschine in diesem seltsamen dunklen Raum, wird aus ihrer Verwirrung Angst. Sie stößt einen erstickenden Ruf aus. Kill them. All of them. If she can't destroy Heron, then we can destroy his legacy with her. Er flucht mit zusammengebissenen Zähnen und wendet sich den anderen Kultisten zu. Tötet sie alle. Wenn sie Harond nicht vernichten kann, dann werden wir sein Vermächtnis mit ihr zusammen zerstören. Ja, das werden wir noch sehen. Du bist ein Verstandbrecher, um den kümmert sich Sagani. Nee, Sagani kümmert sich um den Kultisten da drüben. Um den Verstandbrecher kümmert sich Kanna. Hey.